Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Parlamentswahl in Israel gestartet. Der rechtskonservative Ministerpräsident Netanyahu muss dabei um sein Amt bangen. Nach Umfragen wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ex-Militärchef Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß geben. Entscheidend könnte die Partei des früheren Verteidigungsministers Lieberman werden. Sensible medizinische Daten auf unsicheren Servern. Betroffen sind unter anderem Patienten aus Deutschland und den USA. Das ergaben Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der US-Investigativplattform ProPublica. Hierzulande sind mehr als 13.000 Datensätze betroffen, größtenteils mit darin enthaltenen Bildern, wie etwa Röntgenaufnahmen. Zwangspause vor Gericht. Der Supreme Court prüft von heute an die Entscheidung von Premierminister Johnson, das Unterhaus in den Urlaub zu schicken. 78 Abgeordnete haben Klage eingereicht. Sie kritisieren, Premierminister Johnson wolle das Parlament im Streit über den Brexit kaltstellen. Nach Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Die Regierung in Riad will die Vereinten Nationen und internationale Fachleute einladen, sich an den Ermittlungen zu beteiligen. US-Präsident Trump sagte erneut, er gehe davon aus, dass der Iran die Attacken verübt habe. Auszeichnung für Greta Thunberg. Die schwedische Klimaaktivistin hat von Amnesty International einen Preis mit dem Titel Botschafterin des Gewissens erhalten. Die Vergabe der höchsten Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation begründete die Jury mit einer besseren Klimapolitik, die aus Thunbergs Engagement entstanden sei. Das Wetter: im Norden und Nordosten heute wechselhaft mit Schauern und windig bis stürmisch, sonst nur örtlich etwas Regen. Zwischen Main, Mosel und Donau am Nachmittag überwiegend freundlich. Höchstwerte 13 bis 25 Grad.